Nein, danke, danke. Oh, das ist aber nett. Vielen, vielen Dank. Ja, dann wollen wir mal abgecken, ne? Dann schnallt euch mal an. Jetzt wird abgeschnallt. Ich sehe schon, heute haben wir alle die gleiche Blutgruppe. Fun, positiv. Dann lassen wir mal den Roffelkopter starten. Jetzt kommen Gags, Gags, Gags. Es geht jetzt 7 Minuten so. Keine Rücksicht auf Verluste. Ich gag mich hier warm, ne? Nein, ihr habt es gerade gehört. Mein Name ist Hendrik von Bülzingslöwen. Sebastian hat das ja sehr, sehr schön gemacht. Ihr habt doch schon gehört, dass ich adlig bin. Nun stellt man sich natürlich trotzdem hier die Frage, ja okay, aber ist er auch auf dem Schloss aufgewachsen? Nein, auf zweien. Eins im Sommer, eins im Winter. Wir waren ja nicht arm. Bisschen Adelshumor, ne? Muss es doch auch geben. Man hat ja so Hoffnung beim Hamburger Comedy-Pokal. Gibt's auch Adelshumor? Ja, gibt es. Dafür bin ich doch da. Aber ich möchte ehrlich sein, ey, ich möchte ehrlich sein. Von Bülzingslöwen verarmter Kleinadel bis auf 4,3 Millionen zu meinem 18. Geburtstag habe ich nichts von zu Hause bekommen. Nichts, ja. Ich bin einer von euch. Kleiner Gag. Oh, ich bin jetzt 39 und das ist ein echt gutes Alter. Ja, es ist ein gutes Alter, denn man hat keine Lust mehr auf Kompromisse. Ja, man hat Bock auf Premium-Qualität, auf Premium-Ware. Da wird genickt. Ja, Mann, ich weiß, was du sprichst. Fremder, was ist dann passiert? Ich sag's dir. So, und ich zum Beispiel, ich hatte Lust auf ein neues Topfset. Ja, vorbei die Zeit der billigen IKEA-Töpfe. Jetzt will ich Premium-Ware im Haus. Und wo geht man hin, wenn man ein neues Topfset will? Denn Topfset, das kauft man nicht im Internet. Nein, Topfset, das musst du spüren, das musst du fühlen, da musst du eine emotionale Beziehung zu aufbauen. Das kauft man nicht im Internet. Wo geht man hin, wenn man ein neues Topfset braucht? Ich hab's da gehört, zu Karstadt. Ja, zu Karstadt, das ist richtig. Den Einzelhandel unterstützen. Ich weiß. Man kann Pech haben bei Karstadt. Ich weiß das, denn mittlerweile, die sind so unterbesetzt, dass eine Person für ein ganzes Stockwerk da. Und die muss dann machen, klein Elektro, groß Elektro, die sitzt dann noch an der Kasse und dann stehst du da und fragst so, Entschuldigung, was ist denn das Besondere an dieser 7-Zonen-Kaltschaummatratze? Und die Person ist so, ja, ich denk mal, der hat 7 Zonen. Das sind jetzt mehr als 4. Nö, wird eigentlich immer gern genommen. So, man kann Pech haben bei Karstadt, das ist klar. Aber ich hatte Glück. Ich bin zu einem hingegangen und ich meinte, ja, ich suche ein neues Topfset. Da sagt er, ja klar, ist auch kein Thema, komm mal mit, Modesto ist im Angebot. Was für ein Herd hast du denn eigentlich? Ach stopp, musst du gar nicht sagen, weil Modesto ist für alle Herdarten geeignet. Da dachte ich, da habe ich ja Glück. Da habe ich ja erstmal Glück. Und als nächstes fragt er mich, sag mal, isst du gerne aus dem Topf? Nennt mich konservativ, ne? Das tue ich eigentlich nicht. Ich sah mich aber überhaupt nicht mehr in der Position, ihm zu widersprechen. Ja, und deswegen war ich so, ja, natürlich esse ich gerne aus dem Topf, so. Wie soll ich denn sonst essen? Also schon meine Familie und die Vorfahren, wir haben eigentlich immer alle direkt aus dem Topf. Und dann meinte er, ja, ist doch wunderbar, weil das Material ist kratzfest, da kannst du alles direkt aus dem Topf essen. Was meinst du, wie viel Knödel kann man in dem größten Topf machen? Und das ist ja so eine Frage, die stellt man sich im Vorfeld, ne? Wie viel Knödel kann man wohl in dem größten Topf machen? Da hat man zu Hause ja so Träume. Man denkt, 6 wären schön. 7, ach hör auf, hör auf, hör auf. 8, die Zahl mag ich gar nicht in den Mund zu nehmen. 8 Knödel, aber ich dachte, gehst du auf Risiko. Wenn er das so souverän mich fragt, habe ich, meinte ich so, 9. Und dann sagt er, nee, 12. Und da hatte er mich, ne? Ab da war ich Wachs in seinen Händen, ne? Ab da hat er mich zur Kasse geführt und ich war wie so ein Fisch so. Ich komme mit. Und dann fragt er mich, bist du Karstadt-Kunde? Nein. Ja, dann wirst du es jetzt. Kriegst 7% Sofortrabatt und einen Spritzschutz packe ich auch noch drauf. Einen Spritzschutz packt da auch noch drauf. Man kennt das doch von zu Hause. Man kocht irgendwas und einem haut die ganze Zeit das Fett in die Augen. Und man denkt, was kann man nur dagegen machen? Und da haut er mir einfach einen Spritzschutz raus. Da dachte ich, ja, bin ich denn im Himmel? Und als letztes sagt er zu mir,
Das Material ist Silagan. Darauf hast du 50 Jahre Garantie. 50 Jahre Garantie auf das Material Silagan. Und da dachte ich, ey, das ist doch interessant, weil man braucht ja auch so Ziele im Alter, ne? Also hört man das auch immer. Erna ist 100 Jahre und 4 Tage geworden. Sie wollte ihren 100. Geburtstag unbedingt erleben. Und dann dachte ich, ey, das ist doch interessant. Also wenn ich in 49 Jahren mit 88 im Jahre 2073 zu Karstadt tapper und dann stehe ich da und bin so, Entschuldigung, ich habe vor 49 Jahren hier dieses Topfset Modesto gekauft und ich habe die Knödel, wie der Kollege gesagt, immer direkt aus dem Topf gegessen. Aber jetzt scheint mir das Material doch sehr zerkratzt. Ich würde Modesto gerne zurückgeben. Und hier ist der Bon. Das sind doch Momente, die will ich doch erleben. Ja klar. Vor allen Dingen, wie reagiert dann die andere Seite? Oh mein Gott, was ist ein Bon? Der Fremde sagt, er hat mit Geld bezahlt. Und das will ich doch. Die ganze Rechnung hat nur eine Unbekannte, ne? Gibt's in 49 Jahren noch Karstadt? Da muss man sehr optimistisch sein. Aber ich war bei Karstadt an der Osterstraße. Kennt ihr den Laden? Ja, für die, die ihn nicht kennen, es ist das hässlichste Gebäude der ganzen Stadt. Es ist ein Monstrum aus Beton. Du kriegst es nicht gesprengt. Es ist viel zu teuer. Ja, und deswegen dachte ich, wenn es noch einen Karstadt in Deutschland gibt, dann Karstadt an der Osterstraße. Und deswegen habe ich Modesto gekauft. Ja. Und wenn ihr morgen zu Karstadt an der Osterstraße geht, dann gibt es mit dem Code Hendrik 10% auf Modesto. Jawohl, dankeschön. Das war's von mir. Mein Name ist Hendrik von Bölzingslöwen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Liebe Leute, Hendrik von Bölzingslöwen.